Oh, was soll ich euch sagen? Sonntag. Irgendwie langweiliger Sonntag. Schönes Wetter. Aber ich habe ja immer noch die GoPro vom lieben Philipp. Danke nochmal, Philipp. Ich denke mal, ich muss das noch ein bisschen ausnutzen. Was könnte man nur machen? Ich hatte ja letzte Woche den Motor nochmal zu Selma geschickt. Der hat ja nochmal den Primärantrieb erneuert. Geile Nummer. Den Mittwoch abgeschickt, Donnerstag war er bei ihm, Donnerstag hat er dann umgebaut, gleich wieder losgeschickt. Gestern war er bei mir im Briefkasten, sozusagen im Briefkasten, vor der Haustür stand er. Da hat ihn gestern Abend noch eingebaut. Bin ja jetzt eigentlich gespannt, wie er läuft. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch mal testen. Na? Gerade mit dem Alexander gesprochen, der hat ja auch diese weiße Schwalbe mit dem 75er N. Ich glaube, den besuchen wir jetzt einfach mal. Vielleicht können wir mal ein Stück fahren, mal gucken, wie der Star läuft und wie sein 75N läuft. Aber ich glaube, sein 75N läuft ziemlich gut. Ja, was sonst machen wir jetzt einfach mal, oder? Oh, nicht über drei Merkstoffe, ja? Schön sachte. Ja, dann gehen wir mal jetzt in die Bretterbude. Alex hat nochmal gesagt, ich soll mal gucken, er braucht eine 95er Hauptdüse. Der hat ja jetzt auch wieder 100 da drin oder irgendwas. Die ist ein bisschen fett. Ja, dann gucken wir jetzt nochmal. Ja, da ist der Star. Motor ist drin, Seitenteil muss ich daran machen. Ach ja, und ich habe jetzt einen anderen Auspuff noch dran. Ich habe jetzt noch den Vario SP mal rangebaut. Obwohl mir selber gesagt hat, ich soll es nicht machen, ich soll den AOA nehmen, den er mir empfohlen hat. Habe ich aber nicht drauf gehört, ich baue das einfach mal um, probiere das. Der kleine grüne Star. Mal gucken, Luft, ja, passt. Passt. Jo, hier habe ich ein bisschen Probleme mit dem scheiß Schock. Ich habe ja einen anderen Schockumbau, also einen Umbausatz mir geholt für Bautenzug. Wenn ich den jetzt hier rumlege, das Blech vormache, das geht alles irgendwie nicht, gefällt mir nicht. Naja, ist erstmal wieder ein obligatorisches Provisorium. Ist halt eine unendliche Baustelle, der Teil. Aber das macht nichts. So, meine Auffahrrampe. Ja, bin ich gespannt, wie er jetzt läuft, ob der noch so pfeift, weil Markus sagte, er kann natürlich auch, weil der Primärantrieb, dieser gerade verzahnte, der hatte ja auch eine größere Reibung wohl und dadurch hat er auch ein bisschen wahrscheinlich noch mal Leistung gefressen. Bin ich gespannt, ob er recht hatte. Und ich bin gespannt, ob das Pfeifen auch wirklich weg ist. Also ich wünsche es mir zumindest. Werden wir jetzt gleich mal testen. Oh. Das ist jetzt blöd. So, nicht, dass er mir von der Bretter fällt. Der kleine Grüne. So, schauen wir mal, ob er anspringt.
Ja, jetzt bin ich auch schön Benzin drin laufen lassen im Vergaser. Little bit shock. Gut, anspringt tut er schon mal. Hey, das schafft er sogar mit mir.
hochdreht, merke ich, dass er mehr könnte, aber dann kann er nicht mehr. Also muss wahrscheinlich dann doch wieder eine der Hauptdesign nochmal größer rein. Jetzt. Hast du den 21er jetzt dran oder hast du den 21er? Ja, ja. Und fährt er jetzt mit Luftfilter oder ohne? Mit. Ja, gut. Ja, das geht schon. Ich brauche jetzt nur eine große Düse. Aber in dem Düsenset von dir war nur eine 88er drin. Guck, wollte ich die für dich haben. Wie geht das Ding hier auf? Seht ihr das? Da. Die Kamera läuft übrigens, ja. Mahlzeit. So. 90, 92, ja, 88er, dann würde ich die 90er erstmal probieren. Nee, das reicht noch nicht. Gut, wenigstens erstmal die 92er. Damit fangen wir mal an. Übrigens ist das jetzt Alex seine weiße Schwalbe, wo ich mal von vielen von erzählt habe. Da habe ich den Motor gemacht und irgendwie läuft der besser als meiner. Was macht man da, Danny? Weinen. Einfach nur weinen. Dass es für einen anderen ist und dann selber bei sich heimlich einbauen. Ja, also bei mir ist jetzt ist der originale Primärantrieb drin, aber. Damit läuft er besser. Jetzt pfeift er nicht mehr, aber es läuft er langsamer. Noch langsamer. Wie jetzt noch langsamer? Ja, vorher konnte ich schalten vom zweiten im dritten bei 60. Da war dann Ende im zweiten. Jetzt mag ich das bei 50. Aber er war trotzdem. Er beschleunigt besser, er hat einen besseren Ganganschluss jetzt einfach. Also du kannst 50 im dritten fahren, die Psi hast du da beschleunigt nach langsam. Das ist schon angenehmer. Aber vielleicht musst du einfach auch noch wirklich einen Zahn mehr ruf. Hast du jetzt drauf einen 15er? Nee, 14er ist drauf. Ich hab einen 15er drauf.
Du hast einen 15er. Den Primärantrieb hat man ja original gelassen bei dir. Ja. Okay. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen was. Ich stelle euch mal ein bisschen runter hier mit der Kamera. So. Vielleicht wird es ja auch ernst mit dem Video. Kann ja auch sein. Herr Alexander, ich muss ja fragen, ob ich dann das Video online stellen darf. Das ist ja dein Grundstück hier. Ja, wenn ich die Datenschutzerklärung unterschreiben darf. Ja, die mache ich dir dann fertig, schickst du dir per SMS. Ja, per Post, genau. Der Brief ist jetzt aber teurer geworden, denke ich. Ja, ja, naja, komm, das geht schon. Das zieht du beim nächsten Mal wieder ab. Und dann ist coole Danny. Achtung, weiße Schwalbe läuft schon geil, muss ich sagen, der Motor. Ach du Scheiße. Jetzt geht's. Auf dem Dorf kann man so weit machen. Also kurze Stoßdämpfer sehen ja geil aus, aber das ist für den alten Mann geschafft. Geht ja nicht. Geht ja nicht, kommt der Pflaster. Ich dachte, ich fall runter. Ach, ist das schön, das macht Spaß.
Der packt sich hier oben mal auf die Fresse, ey. Hey Danny, jeder Mensch ist geboren worden mit einem gewissen Wille zu überleben. Und hat keinen Willen zu überleben. Genau, aber das ist bei dir mangelhaft ausgeprägt, glaube ich. Mit deinem Stunts. Wo das ausgeteilt wurde, war Danny gerade beim Mittagsschlaf. Das kann natürlich sein. Ein verrückter Hund. Gut, jetzt nimmst du mal die Kamera. Ich will mal ein paar Bilder von meinem Ding sehen. Hey. Hier mal gucken, ob man Frank richtig sieht. Das siehst du da nicht. Na klar, hier hinten. Das hat Fischohr. Du hast ein Fischohr. Kann durchaus durch den Bauch ein bisschen höher filmen. Und jetzt so abstehen. Kind vor der Brust hast. Mein Kind?
ein verrückter Kerl.